So, servus YouTube und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Half-Life Blue Shift. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter in Xen. Ach, ich hasse diesen Abschnitt von dem Spiel. Ja, wir machen weiter, dass wir das so schnell wie möglich hinter uns bringen. Und Moment. Oh Gott, es ist schon wieder laut. Ja. Ja. Ja, erträglich. Ja. Oh. Ja, nix snapper, hä? Wie? Aha. Jetzt versteckt er sich. Alter, wo haben wir die ganze Munition her, sag mal? Wow! Wäre das jetzt irgendwie COD, würde ich jetzt so Hammer den Dubstep einfügen, so und dann Headshot, Alter. Overja, overja, overja. Gott, like a pro, Alter. Like a pro. Ist da was? Nee. Oh, dieses... Wartet mal. Einen Augenblick. Sind wir nicht von da gekommen? Ja, ich bin gerade ein bisschen... Nee. Ah, fick dich, Headcrab. Leck mich am Arsch. Ich habe keine Zeitung mit euch. Okay. Ey. Oh, da krieg ich bestimmt Falldamage. Stirb! Hey, da vorne ist das komische Ding, wo wir, glaube ich, reinhupen müssen. Geronimo! Ende zu! Kein Problem, Digga, ich blink schon wieder drum. 360 No-Scope Headshot. Gelungen. Ach, chill dich, Alter. Chill dich! Das Signal, das wir erhalten, ist sehr stark. Nur habe ich leider eine schlechte Nachricht. Die Energiereserven haben gerade ausgereicht, um das Feld für ihre Reise in die Grenzwelt zu öffnen. Wenn wir den Teleporter lange genug offen halten wollen, um einen sicheren Ausgangspunkt zu berechnen und genug Zeit zu haben, um alle durchzuschleusen, wird jemand in den unteren Level gehen müssen, um eine neue Energiezelle zu besorgen. Ein paar unserer Kollegen sind vor einer Weile runtergegangen, aber wir haben seitdem nichts mehr von ihnen gehört. Ich befürchte das Schlimmste. Ich guck da. Wenn nicht jemand nach unten geht, wird es keiner von uns lebend hier rausschaffen. Ich hätte da meine Bedenken, dass wir überhaupt hier irgendwann mal wieder lebend rauskommen werden. Ich bringe Sie zum Zugangslift, der zum Energiegenerator führt. Ja, dann. Ich folge dich, mein Freund. Sorry, Leute, das musste sein. Das ist der einzige Stimme, der zuckt. Ah, oh, der guckt, dass die Tür aufgeht. Das ist ja richtig cool. Hey, Chef. Was suchst du da? Ich kann dir helfen. Hui. So, wartet mal. Was der Gordon Freeman kann. Upsa. Können wir nicht. Da unten sind die alten Energiegeneratoren, die früher diese Labore gespeist haben. Sie sollten das, was wir brauchen, dort unten finden. Okay. Sobald sie eine neue Energiezelle gefunden haben, sollten sie... Tschüss. Oh Gott, ich hab schon gedacht, der hält niemals seinen Maul. Oh Gott, jetzt krieg ich noch einen Schluck auf. Nein! Ah, ja, es wird dunkel. Oh mein Gott, es wird dunkel. Was haben wir denn so für Waffen? Ey! Uncool. So. Erstmal nachladen, das gute Stück. Oh oh. Für die brauche ich doch sowas nicht. Mich wundert es, dass die Waffe da so komisch aussieht. Normalerweise hat die bei Blue Shift, also so habe ich es in Erinnerung zumindest, immer so ein Laser unten dran, ne? Ich bin Techniker. Ich krieg das wieder hin. Oder auch nicht.
Komm, hoch jetzt. Auf. Ist hier jemand? Das ist die letzte. Ist schon in Ordnung, ich komme. Diese Dinger, sie sind überall. Wir müssen hier raus. Reißen Sie sich zusammen. Wenn wir die Energiezelle nicht aufladen können, gehen wir alle obs. Oh mein Gott, was ein Noob, Alter. Komm mal auf die Tür. Mach doch die scheiß Tür auf. Oh. Na toll. Ernsthaft? Ich glaube, das gehört nicht so. Oh mein Gott, wo geht's hier lang? Lang, da drin. Na? Alter. Jetzt ist der Schalter auch noch kaputt, oder? Hört das so? Oh oh. Na los. Habe ich noch Granaten? Das gibt jetzt gleich eine Bombenstimmung, Leute. Wie weit sind sie denn? Die! Yeah! So sieht's aus, hier Lutscher. Ah, die können da nicht durchschießen. Stirb doch. Meine Fresse. Ich hoffe, ich habe noch... Nein, ich habe keine Granaten mehr. Kein Problem. Ja, habt ihr es gesehen? Dieses Sauerstoff wird dann eingelegt. Na? Was ist denn das C4? Damit könnte ich die eigentlich auch... Warte mal, wo ist es denn? Wie viel hat, was, nur 5 Stück? Ist ja ultra wenig. Okay, ne, ich glaub. Okay, da ist nochmal einer. 2, 3, 4, 5. Gucken wir mal an. Power low. Yeah! Das sind meine Quickscope-Skills, Leute. Was? Oh, nein. Ja, genau. Warum? Ich versteh's nicht, Leute. Warum legen die die Granaten hin? Also... Früher, wo ich noch gespielt habe, wo ich noch jung war, da hat man die Dinger noch geworfen, ja. Aber heutzutage scheint man die wohl alle nur noch hinzulegen. Wow. Sieht nicht gut aus. Das benutzen wir jetzt noch nicht, weil ich weiß nämlich nicht... Oh, sorry. Was da noch alles auf mich zukommt. Aber wir speichern hier mal kurz. Okay. Fahren mal da hoch und gucken, was da ist. Ja, ganz toll. Komm, schieß du! Oh mein Gott, guck dich an, wie der cheatet, Alter. What the fuck? Fuck you, Alter. Ja, Noob. Kann das Sentry Gun eigentlich ein Noob sein? Egal, bei mir geht alles. Noob! Ah. Was ist denn das für ein Schalter? Der ist kaputt, der geht nicht. Aber doch. Soll ich was am Auge? Scheiße. Mein Kaffee wird schon wieder kalt, das ist noch... Hello? Oh nein, hier war ich doch schon, hier kann ich nicht rein.
Oh, was? Ernsthaft? Doch, ich habe da wirklich Leben verloren. Was ist denn das hier? Geht nicht. Oh, 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 oh! Guckt euch die Sau an. Guckt euch die Sau an. Bäm, Junge. Ah, das war jetzt echt scheiße. Erster Schuss erstmal voll daneben gesammelt. Ich hoffe, dass da jetzt halt nochmal eine. Ah! Bäm! Wie es die erstmal fett zerlegt hat. Habe ich da hinten eigentlich vorhin. Ah, oh, scheiße, ich glaube, ich habe das. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Nein, scheiße, da hätte ich doch eher den Raketenwerfer nehmen sollen. Lagen da noch Granaten? Ja, aber für die hier. Nee, für die hier. Ist auch komisch. Da oben ist eine M16 abgebildet, aber es ist eine MP5, so wie es aussieht. So, weh, da kommen jetzt nochmal welche. Dann werde ich echt sauer. Oh, guck an. Die geben ja Leben. Weiß auch nicht jeder. Was? Alter, schreck mich nicht so. Ich werde erwischt? Ah, nope. So, jetzt passt mal auf. Guck mal unten. Unten links 97, ja? Zack. 98. 99. Und 100. Der einzigste, wo hier gleich checkt, bist du aber nicht in, sondern aus. Yeah, Granaten. So. Das scheint eine Tür. Ah, verdammt, es war so klar, dass die Tür zu ist. Ich sehe jetzt auch nicht, ob da oben. War da was? Ich hab's nicht gesehen. Stirb! Stirb! Oh mein Gott! Okay. Oh, schaut mal, da hat man sogar noch zwei fette Medikits. Oh, was ist denn wohl bloß? Ach, jetzt habe ich es geschnallt, jetzt habe ich es geschnallt. Jetzt ist der Groschen gefallen. Oh. Cool. Uncool. Hey, genau. Kein Problem. Sprengung! Wie? Och, jetzt habe ich eins von den Dingen verschwendet. What the fuck? Wow! Ach, erwischt, du kleines Kackbratzen. Dingsbums. Kann ich das? Ja, genau. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Hui. Geht das? Normalerweise müsste es gehen, weil das Fass ist ja Metall. Rein theoretisch müsste das leiten. Tatsache. Das ist ja geil. Wow. Ja, okay, und so einen fetten Bumsatz. Denk mal, ey, das war jetzt ziemlich cool, ne? Okay, ich habe zwar jetzt nicht wirklich. Stopp, stopp! Ey, bleibst du da? Will der einfach abhauen? Frechheit! Flucht gibt's bei mir nicht, aber was es bei mir gibt, ist nämlich ein Cut. Genau, Leute. Ich mache jetzt meinen kleinen Schritt. Ich sage danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.